Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einem WrestleMania 34 Orakel, was wir in WWE 2K18 spielen werden. Wir sehen hier das Match zwischen AJ Styles, dem WWE SmackDown Champion, gegen Shinsuke Nakamura, dem Royal Rumble Sieger, der hier als erstes zum Ring kommt. Und ich bin sehr gespannt. Also dieses Match, das ist natürlich, ja gut, jetzt die Atmosphäre, dass Shinsuke Nakamura hier im Helden kommt, ist natürlich sehr, sehr schade. Dadurch geht einiges verloren eben von seinem coolen Entrance, aber ja, das kennen wir ja, jeder weiß, wie es aussieht. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie dieses Match ausgehen wird. Wir können uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass das ein absolutes Dream-Match wird. Aber meiner Meinung nach wird Shinsuke Nakamura dieses Match gewinnen. Weil ich schon seit mehreren Wochen ja sage, ich glaube, dass AJ Styles nach WrestleMania zu Raw wechseln wird. Und das geht natürlich am einfachsten, indem er seinen Titel verliert und dadurch einem Wechsel zu Raw nichts mehr im Wege steht. Weil ich habe ja schon mal auch bei den Universe-Folgen, gibt es, wer es nicht kennt, täglich um 12 Uhr eine neue Folge vom WW2K18 Universe, genannt Evoverse, wo ihr auch mit euren Charakteren dabei sein könnt. Da habe ich schon öfters erwähnt, meiner Meinung nach ist die Story um AJ Styles auserzählt bei SmackDown. Er hat keine Gegner mehr, auch wenn es immer heißt, SmackDown ist das Haus, das AJ Styles gebaut hat. Und ja, die Zeit ist einfach jetzt dann, wie gesagt, es gibt keine Gegner mehr. Und deswegen muss dringend ein Wechsel her. Und was wären das bitte für krasse Matches gegen einen Seth Rollins, gegen einen Finn Balor? Also lauter solche Dinge, die da schon hier für spannende Sachen stehen würden. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal Shinsuke. Ich habe jetzt gesehen, es gab mal ein Match 2016 schon zwischen den beiden. Da wurde er Shinsuke ausgesprochen. Aber in der WWE Shinsuke. Ich versuche jetzt auch Shinsuke zu sagen. Wenn die Japaner ihn so aussprechen, wird es richtig sein. So, und dann würde ich sagen, ach gut, der braucht ja noch ein bisschen. Stimmt, der hat ja ein längeres Entrance als der Undertaker. Na gut. Die Fans nochmal anheizen. Guckt euch an, wie das Seil da. Ja, hier geht's eigentlich. Aber diese Flummi-Form werden wir ja gleich dann wieder annehmen. Auf jeden Fall dieses Match, ich werde keinen spielen, wir werden uns das Ganze anschauen. Und dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Schauen wir mal, was die KI hier so rausholt. Wenn zwei so Wrestler hier zur Verfügung stehen. Bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Die Matches, die ich gespielt habe, haben Spaß gemacht. Und ja, hoffen wir, dass die KI uns nicht enttäuscht. Wir können das eigentlich immer so machen, wenn da die Orakel rum sind, dass wir noch das Orakel Match of the Night küren oder so, keine Ahnung. So, haben wir es hier bald mal? Ich glaube ja. Mein Hund ist auch schon hier. Völlig gelangweilt. Der wartet auch schon, dass es losgeht. The King of Strong Style. Shinsuke Nakamura. Oh Leute, ich bin so hart müde, ey. 2 Stunden geschlafen, dann musste ich zur Arbeit. Und das war nicht geplant, ich wurde angerufen. Ich habe Raw mir reingezogen, bin dann ins Bett gegangen, kurz nach 5, als es halt rum war. Und dann, glaube ich, nicht mal 2 Stunden später mein Telefon geklingelt, ob ich arbeiten kommen kann, weil 2 Kollegen krank sind. So, AJ Styles, der Phenomenal One. Ja, durch diese Freiluftarenen geht halt einfach sehr, sehr viel vom Entrance, vom coolen Feeling verloren. Haben wir bei Shinsuke gehabt, das sehen wir jetzt bei AJ. Aber hey, gehört auch dazu. Und es ist aber so, so schade, dass in diesem Spiel, es sieht einfach so dumm aus, wenn der Titel über die Jacke rüber geht. Ey, was glaubt ihr denn? Denkt ihr auch, dass AJ Styles zu Raw wechseln wird? Oder bleibt der bei SmackDown? Man kann ja diese Weste hier von AJ Styles hier an, das kann man im WWE-Shop kaufen. Wo ich mir so denke, wozu? Wo zieht man so eine Weste an? Also cool wäre die sicherlich schon, immer 180 Euro für eine Weste, die man eigentlich nur so sinnlos dann im Schrank hat. Finde ich ein bisschen überteuert.
So, AJ im Ring. Da zeigt er nochmal The Phenomenal One. Sieht aber komisch aus hier, ne? Hier, da guckt der Gurt von der Weste guckt durch den Titel durch. Gut, dass das so weit oben war. So, um das gute Stück geht's. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei Shinsuke Nakamura. Ich finde den im Ring mega krass, aber keine Ahnung, ob der so einer ist. Die WWE ist ja natürlich eine internationale, hoch angesehene Wrestling-Liga, die international mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Ob da Shinsuke Nakamura einer ist, der das Gesicht der Company sein kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, man hat es ja auch mit Jinder Mahal probiert, der ja eigentlich komplett scheiße ist. Also warum auch nicht mit Shinsuke Nakamura? Aber AJ Styles ist halt das perfekte Gesamtpaket. Das wird halt schwer, sowas zu toppen. Und deswegen glaube ich auch, dass Finn Balor beim Shake-Up zu SmackDown gehen wird. Denn ich glaube, bei SmackDown wird Finn Balor eher eine große Chance haben, um nach dem Titel zu greifen. Also entweder Balor oder Rollins. Einer von beiden geht zu SmackDown. Ich hoffe allerdings auf Balor. Und dann natürlich mit The Club. So wie es in meinem Universe-Modus ist. So, da hält der Ringrichter den Titel hoch. Und dann können wir hoffentlich gleich anfangen. Da wird immer geprüft, ob das Seil dran ist. AJ Styles auch da. Ja, und dann schauen wir mal. AJ Styles setzt den ersten erfolgreichen Move gegen Shinsuke. Und der erste Pin. Ist das schon die Entscheidung? Eins. Nein. Ganz knapp. Haben wir hier fast schon die Titelverteidigung gehabt. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich jetzt mehr Matches hier von der KI spielen lasse, statt das selber zu zocken. Ich habe da extra nämlich im Stream vom Hergi nachgefragt. Genau, ich war beim Hergi, Mod auf dem Discord, Grüße gehen raus. War ich bei ihm im Stream drin, dann habe ich ein paar Leute gefragt, was sie denn besser finden würden. Ob ich die Matches selbst spielen soll oder ob ich die von der KI simulieren lassen soll. Was heißt simulieren? Dass die KI eingestellt ist und wir gucken uns das Ganze an. Da war eigentlich überwiegend, wollten sie dann die KI, war auf jeden Fall mal was anderes. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, dass so ein paar Matches werde ich dann doch selbst spielen. Ironischerweise das erste Kickoff-Show-Match habe ich selbst gespielt, war keine Absicht, aber dann ging es natürlich da richtig zur Sache da mit Neville und Kurt Hawkins, aber war schon witzig. So, geht's denn hier weiter? Shinsuke hat jetzt ein bisschen das Tempo. Ja, der tritt gegen den Oberkörper. Er steigt aus mittlere Seil. Und der Big Splash. Ah, AJ gerade mit Problemen. German Suplex. Da war ja hier eine halbe Sister Abigail von Shinsuke. Aber der kann man auf jeden Fall sagen, Shinsuke setzt hier Moves an, die ich wahrscheinlich nicht angesetzt. Also ich bin eigentlich echt so der klassische Brawler. Ich bin einfach, das ist mal, ich versuche mich aber zu rechtfertigen wegen meinen Matches, wegen dem Gameplay. Ich bin einfach so wirklich so ECW-Kind damit groß geworden. Und ich habe auch dann, weil ich diesen Kampfstil sehr geil fand, von Extreme Championship Wrestling, habe ich diesen Kampfstil auch bei mir dann in den Let's Plays bei WWE so ein bisschen verinnerlicht. Und das ist einfach schwer, wenn man das so lange spielt, das dann wieder rauszubekommen. Ich habe mich da zwar schon ein bisschen gebessert, wenn ich noch so an WWE 2K17 denke. Da war es mir immer egal, wenn die Gegner ausgezählt wurden. Habe ich billig in Kauf genommen, dass ihr gelangweilt seid in einer Folge. Und jetzt ist hier schon ordentlich Betrieb drin. So, AJ auf jeden Fall schon mit seinem Signature. Und jetzt schauen wir mal, ob der Styles Clash kommt. Ne, der Phenomenal Forearm. Ne, er kommt auch wieder in den Ring. Dauert's noch, dann könnte jetzt... Kommt Styles Clash? Ne. So, jetzt der Phenomenal Forearm. Ja, da sagt er. Steh auf, Shinsuke. Ah, der steht da leider sehr, sehr nah am Seil. Dann sieht das jetzt doof aus. Obwohl, das ginge eigentlich. So, der sitzt. Aber das wird niemals der Pinfall sein. Eins, zwei. Ja, das war klar. Shinsuke Nakamura kommt nochmal raus. Vielleicht kann er jetzt ein bisschen einen draufsetzen. Er hebt dann Nakamura erstmal hoch. Aber da ist der Konter.
Oh, das ist doch der Signature von Shinsuke. Und jetzt guck dazu. Jo. Aber das wird niemals reichen. Das ist AJ. Das wird genauso sein wie mit Shinsuke Nakamura 2. Ja. Da kommt er raus. Was ist denn jetzt? Oh nein, Mann. Laber nicht. Wir haben hier wieder einen Eingriff. Baron Corbin. Seine Musik geht an. Und das nutzt AJ Styles aus. Und da ist der German Suplex 1. Aber da kommt Shinsuke direkt raus. Aber sehr schön. Ich habe gedacht, Corbin kommt jetzt auch noch. Ich vergesse das jedes Mal hier bei diesen Orakeln, die Unterbrechungen einzustellen, auszustellen. Aber wie gesagt, noch können wir froh sein, dass hier kein Eingriff kam. Und kommt der nächste Phenomenal Vorarm. Warum zeigt er nicht mal Styles Clash? So, Phenomenal Vorarm sitzt. Ist das jetzt die Entscheidung? Eins, zwei. Shinsuke Nakamura kommt tatsächlich nochmal raus nach dem zweiten Phenomenal Forearm. Das ist sehr schön. Das bringt Spannung in das Match rein. Schauen wir mal, ob AJ daraus noch Profit schlagen kann oder ob er jetzt gebrochen ist. Da sagt er, komm, steh auf, Junge. Steh auf, Junge. Aber Shinsuke steht nicht auf. Shinsuke bleibt liegen. Der hat keinen Bock. So, jetzt entscheidet er sich anscheinend doch mal. Ah, bis jetzt war das 5-Sterne-Match ist das noch nicht, oder? Da wird jetzt der Kopf bearbeitet. Weil er gemerkt hat, das reicht nicht bis zum Ringseil. So, AJ. Den Move habe ich auch. Aber ganz klar hat AJ Styles den Move von mir geklaut. Was ist denn jetzt? Und jetzt geht hier... Jetzt kommt Kevin Owens. Och, laber doch nicht, Mann. Kevin Owens steht auf der Stage. Was ist denn hier los, ey? Kevin Owens da unten am Ring und jetzt nutzt das Shinsuke Nakamura. Eins, zwei, nee, das reicht noch nicht. Wer kommt denn noch so alles hier heute vorbei? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das sind so Sachen, die würde ich mir mal im Universe wünschen. Oh, da ist der Aufgabegriff, aber das ist Rope Break. Da AJ, das war dumm, den hast du verschenkt. Oh, da zieht er ihm die Beine weg. Eventuell, ja nee, das Styles Clash wahrscheinlich nicht, dann hätte er mich glaube ich wieder den Taunt gezeigt. Oh, der wurde gekontert, aber der Kick. Holt er sich das Ganze zurück. Und Shinsuke Nakamura mit dem Konter. Und das gibt den nächsten Signature von Shinsuke Nakamura. Gibt das auch den Finisher. Sehen wir einen neuen Champion? Ne, AJ kontert. Oh, der war fies. Und der Pinfall. Eins, zwei, nein. AJ kommt raus. Auf jeden Fall, ja, 5 Sterne ist es jetzt nicht so vom Gameplay her. Aber es sind auf jeden Fall krasse Sachen, die hier passieren. So, AJ nimmt Anlauf. Alter Schwede. Okay, also das sah gut aus. Was ein Sprung noch draus von AJ Styles. Da kann man sich zurecht mal feiern lassen. Nee, was macht er jetzt? Er hat noch nicht genug. Der will noch weiter nachsitzen. Holy shit, Mann. Das kam echt auf jeden Fall mal überraschend. Eher mit dem Styles Clash gerät. Also ich hätte den Styles Clash gezeigt. Aber AJ, nö. Der jumpt einfach mal mit dem Looping nach draußen. So, Shinsuke Nakamura hebt jetzt AJ hoch. Und kann sich erstmal wieder ein bisschen in eine komfortable Situation bringen. Klettert aufs Seil. Animiert AJ aufzustehen. So, da springt er. Ist das jetzt die Entscheidung vielleicht? Nee. Der nächste Konter. Mich würde das gerade so aufregen, wenn ich hier selbst spielen würde. Und der nächste Konter. So,
So, Irish Whip in die Seile. AJ rutscht durch. Wow, nicht schlecht. Also das Match nimmt auf jeden Fall an Qualität zu. Und da zeigt AJ es an. Phenomenal One. Hat der jetzt den Comeback oder? Nee, er will es nochmal wissen. Ist das jetzt der entscheidende Phenomenal Forearm? Der hat auf jeden Fall gesessen. Der Pinfall. 1, 2. Alter, Shinsuke Nakamura kommt schon wieder raus. Was ein krasses Match ist das bitte. Ich glaube, AJ, der verliert langsam die Nerven. Weiß nicht mehr, was er noch tun soll. Jetzt haut er mal wieder meinen Move hier raus. Whoop. Da muss er sich was einfallen lassen. Ich würde hier mal Styles Clash probieren. Und der Kick. Nakamura befreit sich. Aber AJ schmeißt ihn noch aufs oberste Seil. Mach was, Junge. Wo hat denn der den? Achso, ich dachte schon. Ja, schöner Move. Da muss man schon sagen, da ist die Qualität vom Match doch dann besser als das, was ich im Universe immer zeige. Der nächste Signature von AJ Styles. Kommt jetzt der Styles Clash. Er will ihn einfach nicht zeigen anscheinend. DDT. So, und jetzt? Warum denn schon wieder Styles Clash, Mann? Phenomenal Forearm natürlich. Ich will den Styles Clash sehen. Das gefällt mir jetzt gerade nicht an der KI, dass dauernd der Move kommt. So, und ich denke, das ist jetzt die Entscheidung. Das sollte der Pinfall sein. 1, 2. Alter, Shinsuke Nakamura kommt schon wieder raus. Das ist der vierte Phenomenal Forearm, wo Shinsuke Nakamura rauskommt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und AJ sagt, komm, steh auf, Junge. Steh auf, aber er steht nicht auf. Er tut ihm den Gefallen nicht. Und da ist die Platzwunde bei Nakamura. Aber so rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass AJ deutlich mehr im Match zeigt als Nakamura. Und der Frog Splash hinterher. Und jetzt Nakamura, er steht wieder. Kann er jetzt was zeigen? Er muss jetzt liefern. Nakamura muss jetzt liefern. 1, 2, nee. Und Hurakanrana. Er liegt in der Ringmitte. Der Pinfall. 1, 2. Laber nicht. Der Move beendet dieses geile Match. Das hatten wir doch schon mal. Im Fatal 4-Way Match. Da war auch so ein richtig lahmer Move von Rusev. Hat das Match beendet. Aber hey, gutes Match haben wir da, denke ich, gesehen. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ja, hat aber natürlich mit AJ Styles den Gewinner, was ich nicht glaube. Auf jeden Fall, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was in diesem Match passieren wird. Bleibt AJ Styles bei SmackDown oder geht er tatsächlich zu Raw? Kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Da könnt ihr auch am Tippspiel teilnehmen, was noch bis Sonntag 20 Uhr dort veranstaltet wird. Es gibt nichts zu gewinnen, es geht einfach nur um die Ehre. Einfach nur so ein bisschen Spaß haben und gucken, wer am Ende dann da erfolgreicher war. Wenn ihr Social Media Accounts habt, Facebook, Twitter, Instagram, die sind auch genauso wie Discord unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann einfach mal ein Like, ein Follow oder ein Abo hinterlassen. Täglich um 12 Uhr gibt es eine neue Folge vom WWE 2K18 Universe. Und ja, eben zu jeder Großveranstaltung, zu jedem Pay-Per-View werde ich so ein Orakel von WWE 2K18 zeigen. Außerdem natürlich noch andere Projekte wie FIFA oder so auf meinem Kanal. Also wenn ihr da Lust drauf habt und ihr seid heute das erste Mal hier, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt, hey, der Evo hat es verdient, der bekommt ein Abo von mir. Ich werde Teil der Evo Army. Das wäre eine sehr, sehr coole Aktion von euch. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal im Voraus für. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Es geht natürlich mit dem nächsten Orakel bald weiter. Immer im halben Stundenrhythmus wird ein neues Video freigeschaltet. Also habt bis dahin noch eine gute Zeit. Trinkt was, holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen, wie auch immer. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.